Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. In der letzten Folge sind wir hier, ich weiß gar nicht, Motor City, ist das der Ort? Weiß ich nicht. Hingefahren, haben jetzt Pause gemacht und gehen jetzt ausgeschlafen wieder auf Tour. So, wir haben noch da ist Mauer. Da ist frei. Da ist auch frei. So. Können wir mal schauen. Wir haben noch 4 Stunden und 28 zu fahren. Sollte also in der heutigen Folge eigentlich locker drin sein. Eine Restzeit von 10 Stunden, das passt. Wow, next Pause in 13 Stunden. Dürfen die LKW-Fahrer 14 Stunden fast fahren in den USA? Das ist heftig. Da hätte ich nicht mitgerechnet. Wobei in Deutschland dürfen sie auch eigentlich keine regulären 10 Stunden, da müssen sie auch mal Pause machen zwischendrin normal. Sie dürfen, glaube ich, 10 Stunden am Tag fahren, aber nicht 10 Stunden am Stück. Aber 14 Stunden am Tag ist schon deftig. Andererseits könnte das in den USA natürlich auch deutlich entspannter sein, das Fahren. Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, ich war noch nie dort. Aber wenn man sich so die Weiten der Straße hier anguckt, da wird die Weiten der Landschaft und da ist ja je nach Straße auch nicht so riesig viel los. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das da wirklich noch so die Helden der Landstraße sind, die Trucker, oder ob das halt auch alles nur noch reines Stress-Ding ist und Termineinhaltung und wie das ja oft hier in Europa schon der Fall ist. Termine werden extrem eng gesetzt und dann kommt halt ein Stau dazwischen und all das. Parkplätze sind überfüllt. Alles nicht so ganz einfach in Europa. Ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht, ob das da besser ist. Aber hier im Spiel ist es schon deutlich entspannter, einfach. Also nicht nur USA, sondern der Euro Truck Simulator natürlich genauso. Weil da kann man sie halt auch fahren, wenn man Lust hat, fährt ein Stündchen und macht dann einfach Feierabend und spielt dann später irgendwann weiter. Man muss nicht fahren, man kann. Noch ein Autofriedhof. Ist das wirklich so gang und gäbe, dass die in den USA ihre alten Autos einfach irgendwo in der Wüste parken und dann nach mir die Sintflut? Wäre ja krass. Das kann man sich hier in D nicht, also in Deutschland nicht erlauben. Da hat man dann sofort so ein, oder zeitnah so ein Zettel an der Scheibe abzuholen, bis, und wenn es nicht gemacht wird, dann wird der Wagen kostenpflichtig entsorgt. Und meist findet man noch irgendwo eine Fahrgestellnummer oder ähnliches, über die der Wagen dann zuzuordnen ist. Ein Grund übrigens auch, warum man nie Autos ohne Kaufvertrag abgeben sollte. Also nicht einfach nur per Handschlag. Weil wenn dann der Käufer den
nicht zulässt, sondern quasi einfach irgendwie mit roter Nummer, da die Fahrgestellnummer nicht richtig einträgt ins Buch und dann später dann irgendwo, oh, war das eine Sternschnuppe, hinstellt und sich nicht mehr drum kümmert, dann ist man selber nachher der Depp, wenn man als letzter eingetragene Halter in einem vermerkt ist, obwohl man überhaupt nichts dafür kann. Und ja, ohne Kaufvertrag beweist mal, dass man den Wagen verkauft hat. Und vor allen Dingen an wen, ne? Da war noch eine Sternschnuppe. Schön. Nette Details. Oh, wir sind viel zu schnell unterwegs. Das sollten wir lassen. Sonst kostet's wieder. Und Kosten ist nicht gut. Gar nicht gut. Holla, war das plötzlich eine scharfe Kurve. Hätte ich auf dem Navi natürlich sehen können, wenn ich geguckt hätte. Habe ich aber nicht. Ist man gar nicht gewohnt. So, hier müssen wir jetzt gleich... Ach, hier genau. Rechts abbiegen. Echt weit ausholen bei den Anhängern. Sonst ecken die in der Kurve an. Einfach weil die Achsen so extrem weit hinten haben. Sorgt natürlich für Spurstabilität, aber der Wendekreis ist auch entsprechend groß. Macht den in den USA meistens nicht so viel aus, weil die haben da ist ja meistens auch entsprechend Platz, wo die fahren. Hier in Europa wäre das schon weniger gut. Bin mal gespannt, wann wir so einen Gigaliner kriegen. Auch im Eurotruck-Simulator. Das wäre auch mal nett. Die sind ja jetzt auch neu reingekommen. Oder vor einer Weile neu reingekommen. Hätte ich auch mal Lust drauf, so einzufahren. Wäre natürlich angenehm, wenn wir das hier im American Truck Simulator erstmal machen können, einfach weil wir da mehr Platz hätten. Deutlich breitere Straßen, als wie das jetzt im ETS der Fall ist. Wie spät haben wir eigentlich? 1.26 Uhr, okay. Da sieht man's. Und wir fahren durch die Nacht. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Weiter kenne ich es nicht. Es waren noch Zeiten, wo man sowas auswendig lernen musste. In der Schule. Zum Glück viele, viele Jahre her und wir sind mal wieder viel zu schnell unterwegs. Und das, wo wir eigentlich nicht das Geld haben, um geblitzt zu werden. Deswegen lassen wir so Späße. Ich könnte Fernlicht anmachen, ne? Dann sieht man sogar was. Muss nur dran denken, dass wir es nachher ausmachen, wenn Gegenverkehr kommt. Jetzt zum Beispiel. Ich meine, die werden ja nicht wirklich geblendet, ist ja. Aber es gehört einfach dazu. Hier können wir zwar 55 fahren, theoretisch. Praktisch sollte man das aber tunlichst unterlassen. Oh,
Mann, schon eine recht gute Sicht hier mit dem Fern. Er hat gutes Fernlicht, der Truck. Muss man schon sagen. Tanken brauchen wir noch nicht. Das ist sehr gut. Temperatur passt auch. Die anderen Anzeigen einmal Wassertemperatur, einmal Öltemperatur. Ne, Öldruck ist das da oben, oder? Ich bin gerade überfragt. Oben rechts. Mal schauen. So, wir kommen unserem Ziel näher. Wunderbar. Sollen wir gleich noch tanken? Die Zeit dazu haben wir eigentlich, ne? Machen wir, glaube ich, auch. So. 47 Cent, 74 Cent pro Liter. Ah, viel haben wir nicht tanken müssen. Wunderbar. Ah, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben getankt. Nicht schlecht. Da vorne irgendwo müssen wir. Den wollte ich. Erster Aufenthalt in Fresno. So, hier haben wir Rot. Rechts dürften wir abbiegen, links sollten wir das lassen. Und rechts ist hier jetzt auch nicht so gut, dann geht es nämlich in die Hecke. So, wo müssen wir denn da hin? Da vorne links, da fahren wir ja gleich auf die linke Spur. So, den Bus lassen wir passieren. Ah, da müssen wir hin. Okay. Bitumen. So. Wir nehmen natürlich die 40 EP mit. Okay. Sieht ja eigentlich machbar aus. Wie gesagt, das Fahrverhalten hier ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Einfach weil der so unglaublich lang ist, der Anhänger. Und so anders einlenkt. Aber Rückwärtsgang sollte ich noch reinmachen. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Nein, keine Einparkhilfe. Machen wir selber. Passt. Er ist gnädig mit uns. So.
T. T, nicht E. Wunderbar. Haben wir wieder Geld verdient. $14.000. Und wir sind Level hoch aufgestiegen. Wir sind jetzt ein Neuling. Sehr schön. Machen wir nochmal Fernfahrten. Oder gehen wir auf hochwertige Fracht. Machen wir einmal hochwertige Fracht. Und wir haben eine E-Mail. Okay. Wir können Ihnen helfen zu wachsen. Die Bank. Wir haben erlaubt, Ihre Kreditlinie auf $500.000 zu erhöhen. Okay. Wir gehen jetzt aber nicht zum LKW-Händler, sondern bleiben natürlich erstmal. Genau, 17.000 haben wir als Guthaben. Wir haben eine Garage, einen LKW und einen Fahrer, nämlich uns. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nach dem nächsten Auftrag. Wir sind hier in Fresno. Nicht Route. So, was haben wir denn Feines? Fresno Grand Canyon. Das klingt natürlich sehr interessant. Gibt $38 pro Meile. Vorratstank 39. Also mit den 38 sind wir, glaube ich, schon mal gar nicht so falsch. 34, 37, da ist zwar einer mit 39, aber ich glaube, wir nehmen den mit nach zum Grand Canyon. Das klingt spannend. Arizona. Ja, den nehmen wir. Als Navi-Ziel einstellen. Ja, Motor sollten wir anmachen. Handbremse lösen. Hoppala. Da geht's raus. Dann holen wir den Auftrag auf jeden Fall noch. Da ist frei, da ist auch frei. Und starten dann in der nächsten Folge Richtung Grand Canyon. Würde ich mal so sagen. So, da vorne müssen wir rechts. Sehr schön. 30 dürfen wir. Hoppala. Sind wir mal wieder zu schnell unterwegs? So, sind wir bald am Ziel. Mehr oder weniger. So, wir haben Rot. Da kommt nichts. Da kommt nichts. Wir haben Rot. Ja. Wie weit haben wir es denn noch? Eine Minute, das sollten wir schaffen. Sofern die Ampel grün wird. Das klingt peinlich. Das klingt peinlich. Kommt auch noch ein Fragezeichen, okay. Oh, grün. Viel grüner wird es nicht. Das können wir natürlich gleich mit aufdecken. Das ist ja perfekt. Sieht nach einer Arbeitsagentur aus. Genau, Arbeitsagentur. Motor City. Ah, hier müssen wir abholen. Okay. Stimmt, Reifen transportieren wir. Motorteile, also Autoteile, das macht Sinn. Genau, der da. Auftrag annehmen. Wir können eigentlich darum fahren, ja.
Das passt. Düdüdü. Das müssen wir nur richtig ankuppeln. Vorteil ist natürlich, hier sieht man schön, wie die Kupplungsplatte da, wie der Bolzen da passt. Oder auch nicht passt. Sieht man beim ETS nicht so gut. Na, man sieht zwar toll, aber ich bin trotzdem zu bescheuert, da den richtig hinzufahren. So, jetzt passt's. Kuppeln mal an. So. Da wollte ich hin. So, dann geht's ja in der nächsten Folge hier auf große Fahrt. Fahren wir mit unserem schwarzen Truck weiter in Richtung Grand Canyon. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann hier auf große Tour gehen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.